Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute zum neuen Training-Video. Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Freunde, da werden wir natürlich heute drauf eingehen, wie ich aktuell trade. Ihr seht 8 Verkäufe. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Wir haben mittlerweile einen Transfererlös von 32 Millionen ungefähr erreicht. Fast 33 Millionen mittlerweile. Wenn ihr das auch wollt, wie gesagt, auf jeden Fall am Start sein hier und einfach euch anschauen, wie ich es immer mache, Freunde. Ich werde euch natürlich alles erklären, wie ich aktuell wieder trade. Ihr seht 8 Verkäufe. Da gehen wir natürlich drauf ein. Aktuell UV wieder sehr, sehr effektiv, muss man sagen. Ich werde euch zu jedem Verkauf hier was sagen, für wie viel ich die geholt habe, werde euch meine Liste zeigen, ich werde die noch nicht anbieten, weil es ist gleich 19 Uhr, vielleicht kommt irgendwas, da kann ich nämlich die anderen Karten vielleicht für mehr verkaufen. Wir fangen an mit Leno, habe ich mir 2 Mal mitgenommen für 37.000, ging jetzt weg für 45, ist ungefähr ein Gewinn von 6.000, ist auf jeden Fall schmackhaft. Aua habe ich für 24.000, 25.000 geholt, ging für 31.000 weg, ist auch ein ÜV-Verkauf, Freunde. Share habe ich für 11.000 geholt, ihr seht 13.5 wurde der geholt. Remi ist jetzt kein guter Deal, habe ich für 10.000 geholt, es sind jetzt halt 1.000 Gewinn, 1.200 Gewinn ungefähr, das ist jetzt nicht gut, aber jetzt geht es um die Methode für heute, Freunde. Ihr seht, es geht um die 85er, und was ist mit den 85er? Hier. Die sind aktuell spottbillig, muss man sagen. Higuain kriegt ihr für 8.000, ist in ungefähr 3.500 Gewinn. Saul kriegt ihr für 10.000, auch bei ihm 5.000 Gewinn. Rimines kriegt ihr so für 9.500, das sind auch so 3.000 Gewinn. Gomez kriegt ihr auch unter 10, auch bei ihm über 4.500. Und die kauft ihr euch einfach auf Masse ein, Freunde. Ich habe die jetzt en masse auf der Liste. Wir können eigentlich mal durchgehen, was ich auf meiner Liste habe. Paulinho ist auch zum ÜV da, Freunde. Sabitzer, eine meiner beliebtesten Karten für ÜV. Ihr wisst, viele, die im Stream immer am Start sind, haben wir bestimmt schon 20 Mal dieses Jahr verkauft. Für 34 kaufe ich die immer ein. Für ein bisschen mehr wie 40 verkaufe ich die. Ganz einfach, immer ein 5er Gewinn. Schmeckt auf jeden Fall, kann man sich mitnehmen. Auch Guerrero ist auf der Liste. Lingard. Rafa hatte ich gezogen, deswegen ist der auf der Liste. Nochmal ein Lingard. Kleber, den haben wir 2 Mal aus dem Inform-Pack gehabt, deswegen ist der auch da. Hier nochmal ein Share, kann man sehen, für wie viel ich die geholt habe. Sogar 10.5 habe ich die geholt. Ihr seht es hier, Share, und da ging ja der eine für 13.5 weg. Das sind dann auch 2.500 bis 3.000 Gewinn, was nice ist. Hier ein Abstoß-Inform, die hole ich immer so für 10.000, stelle ich so für 11, 12.000 rein. Ist jetzt nicht das Beste, aber trotzdem 1, 2.000 pro Karte. Hier ein Remi, den hatten wir ja auch, es ging ja weg für 11,75. Habe ich natürlich auch ein paar für ein bisschen mehr drauf. Ihr seht hier für 13,5 ein Hünteler. Habe ich auch mal für 10 mitgenommen. Ging jetzt noch nicht weg. Könnt ihr euch aber auch mitnehmen, um die Liste zu füllen. Wie gesagt, um das so zu machen, wie ich es hier mache, braucht ihr ungefähr 1 Million, Freunde, mit den Informs und den 85ern. Groß haben wir gezogen, der ist relativ unrelevant. Hier Gomez 9,8. Koke 10.000. Matuidi 10.000, ich werde jetzt jeden nur einmal zeigen. Okay, Jimenez auch 10.000. Saul hatte ich noch nicht gezeigt. 9.000 Saul, und für wie viel haben wir den verkauft? Ich weiß es gerade gar nicht. Haben wir für viel verkauft. Higuain kriegt ihr sogar für 7.7, also haben wir wahrscheinlich bei dem fast 5.000 Gewinn gemacht. Higuain und Icardi, Ibrahimovic, das sind die 3 billigsten. Wenn ihr nicht so viele Münzen habt, eher die 3 holen, ne, Freunde, ganz klar. Wenn ihr viele Coins habt, natürlich eher die Spanier holen, plus Matuidi. Ihr seht hier noch ein paar Icardis auf der Liste. Für 7,4 bekommt ihr die. Auch die könnt ihr easy draufstellen. Ihr seht halt, ich habe halt so viele hier auf der Liste. Hab mir auch noch ein paar 83er mitgenommen. Kriegt ihr für 7,800. Was wollt ihr falsch machen? Könnt ihr nichts falsch machen. Also wenn ihr noch weniger Münzen habt, nehmt ihr euch hier die 83er mit. Ihr seht, also okay, Inaramendi haben wir wohl gezogen. Ja, könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Also ihr seht hier, die sind alle so günstig. Kedira kriegt ihr für 750 ab Boden. Macht ihr nichts verkehrt. Hier nochmal 2 Silberspieler und noch ein paar Positionskarten aktuell auf der Liste. Ja, wir sehen hier, wie gesagt, das sind schon gute Gewinne. Wir können ja mal gucken, was wir jetzt insgesamt durch diese 8 Verkäufe Gewinn gemacht haben. Das sind hier 6.000, 5.000 und 2.000 ungefähr. 1.000 sagen wir mal, 1.000 ungefähr, nochmal 5.000, nicht ganz 5.000, aber ungefähr 5.000, hier nochmal 3.000,
Also, und hier nochmal 4.000 ungefähr. Also wir haben hier ungefähr zwischen 30 und 35.000 Gewinn nur durch diese 8 Karten, was auf jeden Fall lecker ist. Schmeckt auf jeden Fall, kann man machen, Freunde. Wie gesagt, durch 8 Karten über 30k Gewinn, schmeckt auf jeden Fall. Wie gesagt, und das kann man ja jede Stunde anbieten. Gucken wir mal, was ist SBC, ist technisch gekommen ist, Freunde. Amavi ist gekommen. Gucken wir mal kurz, was man für ihn braucht. 84er, 85er Rating. Er ist natürlich interessanter Linksverteidiger. Oh, 5-5 als Linksverteidiger. Schauen wir uns mal seine Werte an. Sieht nicht schlecht aus. Tempo nicht optimal. 89, 89, aber 90er Tempowert auf der Karte. Läuft bei RGA. Schuss ist auch nicht optimal, muss man sagen, bei ihm. Ist aber halt Außenverteidiger, ist völlig egal bei ihm. Passwert ist okay. Tripling ist in Ordnung. Defensive ist in Ordnung. Defensives Bewusstsein 75, viel zu wenig. Würde ich nicht spielen. Physis ist heftig bei ihm, Ausdauer sehr, sehr gut. Ja, muss man jetzt wissen, will man den machen oder nicht, Freunde. Ich würde wahrscheinlich nein sagen. Ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Ist sonst noch was gekommen? Schauen wir mal, Freunde. Wie gesagt, es ist jetzt gerade 19 Uhr geworden. Dann biete ich auch meine Karten direkt wieder an. Ist, glaube ich, nichts mehr gekommen. Bieten wir natürlich einfach meine Liste wieder an. Da warte ich nämlich immer drauf. Das würde ich euch auch empfehlen. 19 Uhr immer warten. Wenn nichts kommt, könnt ihr wieder aktualisieren. Weil wenn was kommt und da kommt, ist irgendwie eine 5 sehr, sehr interessante Karte, können diese Karte natürlich in die Höhe sprießen. Bei so einem Amavi werden die nicht hochgehen. Deswegen, das lohnt sich nicht. Schauen wir noch hier bei Wochenaufgaben und dann bieten wir noch die ganzen anderen Spielern an. Ob hier was gekommen ist, ich glaube aber nicht. Wie gesagt, die sind ja gestern schon gekommen. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Bellarabi hat 5 Sterne Weakfoot mit Havertz Perfect Link. Sehr, sehr interessante Karte, meiner Meinung nach, Freunde. Also könnt ihr euch gönnen, wenn ihr wollt. Auch hier Paqueta. Für Paqueta müsst ihr nur Squad Battles spielen. Für Bellarabi müsst ihr halt Wyvern schwitzen, ne, Freunde? Ganz klares Ding. Ich werde euch noch zeigen, wie ich jetzt diese Spiele anbiete. Ich habe hier nämlich noch ein paar gelagert, nur ein paar auf Masse im Voraus gekauft. Die werden wir noch anbieten. Dann zeige ich euch noch, was ihr investieren könnt, Freunde. Ich gehe erstmal hier immer auf Maximalpreis und dann biete ich die immer so nach Gefühl an. Ich biete jetzt jeden unterschiedlich an. Das ist auch wichtig, wenn ihr das hier macht, dass ihr jeden immer unterschiedlich anbietet. Nie immer für dieselben Preise. Das ist wichtig, Freunde, weil sonst kaufen euch die Leute diese Spieler nicht ab. Ihr müsst immer unterschiedliche Preise machen. Ja, das ist wichtig. Ihr könnt auch hier mit dem Startpreis und Maximalpreis ein bisschen variieren. Das ist völlig egal. Also ihr seht, wir haben hier dieselben immer gekauft. Higuain. Ich werde auch später noch mit den restlichen Münzen, die ich übrig habe, also die jetzt noch verkauft werden, die Spieler, werde ich wieder noch ein paar nachkaufen, wenn die ein bisschen runtergehen. Hier Callejon habe ich mir jetzt zum Beispiel auch mal mitgenommen. Fand ich jetzt relativ interessant. Der geht oft Richtung 7k immer. Deswegen habe ich den jetzt auch mal einmal mitgenommen. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ihr könnt die jetzt zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr seid mit 2k zufrieden, auch für 12,5 reinstellen. Aber ihr seht, die gehen auch für mehr weg. Deswegen stelle ich die ruhig für so teuer rein. Weil die Leute ballern eh die Icon SBCs, dies, das. Und ob die dann 12.000, 13.000 oder 16.000 bezahlen, ist denen, glaube ich, gefühlt egal. Deswegen stelle ich die immer so ungefähr für 15.000 mindestens rein. Dass ich so 5k pro Karte ungefähr mache, weil das will ich schon haben ungefähr. Natürlich könnt ihr auch ein paar ein bisschen billiger machen, dass ihr 4K macht, aber unten drunter möchte ich die nicht verkaufen, Freunde. Ihr seht, wir haben jetzt, wie gesagt, relativ easy 35k Gewinn gemacht, für nichts machen. Wir haben die Karten gekauft und einfach überteuert draufgestellt. Das ist jetzt wirklich nicht viel Arbeit, muss man jetzt wirklich nicht sagen, dass das jetzt wirklich anstrengend war. Das waren wirklich leicht verdiente Coins und so mache ich aktuell meine Münzen, Freunde. Also das ist wirklich, kann jeder, wie gesagt, außer ihr habt nicht so viele Münzen, dann ist es schwer. Aber wenn ihr ein paar Münzen Kapital habt, geht das auf jeden Fall klar. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht so viele Coins habt, meine anderen Methoden auschecken, Freunde, auf meinem Kanal. Sind auch etliche dafür, Leute, die 100k oder 10k haben. Einfach auschecken, ganz klar, Freunde. Dann würde ich euch noch zeigen, was es sich lohnt zum Investieren aktuell. Man könnte sich überlegen, wie gesagt, Bayern-Spieler mitzunehmen, Freunde. Weil Bayern-Spieler könnten in die Retro-Top-Partien kommen. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Bayern-Spieler bald gut gebraucht werden. Ihr seht hier 950 für Bayern-Spieler. Ein paar Wart nehmen wir mit, kriegen wir nicht, schade. Das ist sehr, sehr günstig. Ihr wisst alle, wenn diese SBC kommt, Bayern-Spieler sind wieder bei 3k. Müssen wir nicht drüber reden, Freunde, dass die dann wieder bei 3k sind. Hundertprozentig Bayern-Spieler, wenn einer auf jeden Fall gebraucht wird, bei 3k wieder. Die Frage ist halt, wann kommt es, ne? Top-Partien Retro kam jetzt schon sehr, sehr oft. Bayern war noch nie dabei. Und Bayern war sehr, sehr oft Top-Partien.
Deswegen, ich gehe davon aus, dass die früher oder später kommen werden, vielleicht diese Woche, vielleicht aber auch erst in ein paar Wochen, man weiß es nicht. Aber ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt sagt, ah, kein Bock auf Masseninvest, nehmt euch Ulreich und Pavard mit. Habe ich auch gemacht, wenigstens die beiden für 900, macht ihr nichts verkehrt, Freunde, kosten nichts, wie gesagt. Dann könnt ihr entscheiden, macht ihr die SPC selber oder verkauft ihr beide für 3000 dann oder 4000. Ich weiß noch, einmal haben die 8000, 9000 gekostet. Ihr könnt natürlich hier bei Bayern, wenn ihr ein bisschen doppelt investieren wollt, in 83er und Bayern-Spieler, könnt ihr Tolisso mitnehmen. Ich glaube, der kostet gar nichts. Ihr seht es, also Tolisso kostet 1,3 bei den, wenn die Packs später kommen, wahrscheinlich sogar 1,2. Nehmen wir mit. Könnt ihr mitnehmen für 1,2, vielleicht sogar erbieten. Es ist wirklich sehr, sehr günstig. Da macht ihr echt nichts falsch, Freunde. Nehmt euch einen Tolisso mit. Gucken wir mal, ob wir einen kriegen. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon habe. Wenn nicht, kommt er natürlich auch auf die ÜV-Liste. Haben wir nicht. Packen wir den Verein. Also für 1,3 macht ihr nichts verkehrt. Theoretisch kann man auch schauen, Xavi Martinez, wenn man den für 2 noch irgendwas bekommt, dass man den auch noch mitnimmt, weil die sind ja so günstig, das ist ja unfassbar. Okay, Martinez ein bisschen teurer. Martinez 2,8. Ist aber immer noch okay. Für 2,7 holen wir uns einen. Komm, gib mal einen für 2,7. Ihr seht, wie oft die jetzt für 2,7 auf den Markt gestellt werden. 2,5 nehmen wir mit. Das ist auch ein Toppreis. Spanier, Bayern, ZDM für 2,5. Nehmen wir auch mit. Also die muss man mitnehmen, Freunde. Würde ich euch empfehlen, packt euch damit den Verein voll. Mit so 83er, 84er, 85er. Weil bis dahin ist alles runtergegangen. Ballert euch da den Verein voll. Da werdet ihr keinen Verlust mehr machen, da werdet ihr gut Gewinn machen. Ab 86er nicht mehr investieren, Freunde. Wegen der Icon SBC diese Karten immer noch sehr, sehr teuer. Sie sind natürlich ein bisschen runtergegangen, aber würde ich nicht investieren, Freunde. Das wäre es mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.